Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Revelation Online in der Closed Beta. Ich bin der Sankura alias Ramon und in dem heutigen Video unterhalten wir uns mal über Rüstung craften, genauso wie Waffen craften und zumal ganz wichtig die Dailies und die Demon Slayer Points, in dem Sinne der Demon Slayer Rang, warum der so wichtig ist. Selbstverständlich bin ich mit der Sankuya an Ort und Stelle. Selbstverständlich war eben auch noch in einem Run im Schrein drinne, nämlich 3 Sterne und 2 Sterne. Wir haben den letzten Boss nicht auf 3 Sterne Godmode geschafft. Dazu werdet ihr dann im Laufe der Tage noch ein paar Videos sehen. Da waren wir mit Race und Mono drin und ein paar anderen Gildenkollegen. War ehrlich gesagt ganz witzig, werde ich euch zeigen. Meine Güte, war ein Mordspaß. Einfach um uns natürlich das Know-how zu holen, was uns so erwartet im Endgame. Aber kommen wir dazu. Wir drücken mal standardgemäß die U-Taste. Was viele Leute sehr gerne und sehr oft übersehen, ist halt nun mal einfach der Progress. In dem Sinne, eure täglichen Aufgaben, die ihr zu erledigen habt, die sehr leicht untergehen können, halt nun mal gerade in der Closed Beta, auch im späteren Spielverlauf, wo ich euch einfach nur darauf aufmerksam machen möchte, dass ihr bitte hier auch ein Auge mit drauf werft, weil es doch euch relativ unterstützen könnte, gerade zu späteren Spielverläufen. Die Dailies starten halt nun mal mit Level 20 und werden dann Stück für Stück mit eurem Level freigeschaltet, mit 25, 30, 35, 40 und immer so weiter. Und das Ganze beginnt nämlich zum Beispiel mit dem Trail of the Four Kings. In dem Sinne ist es eine Solo-Instanz, die ihr halt nun mal zu guter Letzt ohne Probleme meistern könnt. Und dort gibt es so etwas wie diese schöne Pergamente, in dem Sinne einen zerrissenen Zettel, der doch aber eine sehr hohe Wertigkeit hat. Gerade weil viele Leute auch nochmal nachgefragt haben, hör mal hier, Sanku, wo kriege ich denn eigentlich im Grunde genommen meine ganzen 2-Sterne-Skills her? Das möchte ich euch jetzt definitiv eben zeigen. Deswegen öffnen wir mal die Karte. Ihr könnt es euch eigentlich relativ einfach merken. Wir haben ja hier unten rechts auf der Seite Sulan und wenn ihr über Sulan durch den Wald in dem Sinne marschieren würdet, dann habt ihr oben so ein wunderschönes Plateau, im Grunde genommen einen Kreis mit einem Kreuz drin, wenn man es so sehen möchte. Und dort gibt es ein kleines Dörflein, da werden wir uns jetzt eben hin teleportieren, wo man nämlich unter anderem diese Schriftstücke auch abgeben kann, damit ihr eure 2-Sterne-Skills halt nun mal in dem Sinne euch erwerben könnt. Damit ihr euch natürlich selbstverständlich im weiteren Spielverlauf verstärkt. Das heißt, wir laufen eben kurz hoch die Treppe und da sehen wir auch schon ganz viele andere Spieler, die natürlich hier einmal bei diesem netten Herr hier das Inventar durchforsten. Denn hier gibt es nämlich unter anderem diese ganzen Skills, auch gerade jetzt für den Gunner, zum Beispiel die Strafe, die wir hier dann natürlich erwerben können. Und wir brauchen 20 dieser besonderen zerfetzten Zettel, um halt nun mal dann es zu lernen, dass wir hier einen 2-Sterne-Skill kriegen. Und man sieht es auch für Level 29 gibt es hier etwas, hier wiederum auch etwas Neues für Level 29, die Rocket Barrage, im Grunde genommen halt unser Raketenschlag, den wir ja im Laufe der Zeit kennengelernt haben. Deswegen, ich öffne euch direkt nochmal die Karte. Hier oben ist es nämlich halt über Sulan, unserer netten Hauptstadt, wo jedes Abenteuer beginnt. Für jegliche Rasse, Klasse und jeden Spieler. So ist es halt nun mal einfach hier links in so einem kleinen Dörflein außerhalb von diesem wunderschönen großen Kreis. Da finden wir nämlich dann unter anderem diesen Händler, wo ihr euren 2-Sterne-Skill herbekommt. Damit wir das nämlich dann direkt schon mal geklärt haben. So, wegen den Dailies sollte natürlich auch noch gesagt sein, es gibt natürlich eine Anzahl von, oder ich sag mal, viele verschiedene Dailies. Zum Beispiel werden wir losgeschickt, dass wir halt nun mal in bestimmten Instanzen natürlich mehrere hundert Monster schnetzeln können. Was ich euch auch nur in dem Sinne ans Herz legen kann, auch wenn es jetzt vielleicht auf der einen oder anderen Seite als dummes Gegrinde aussieht. So droppen sehr viele besondere Sachen auch, je nachdem in welche Instanz ihr geht. Ihr seht ja, wir haben insgesamt 3 bis 3 Dato zur Auswahl. In dem Sinne die 25er, die 40er und die 60er Instanz. Da kann man sich auch gerne anderen Gruppen anschließen. Und dort unter anderem findet man oder bekommt man auch als Belohnung, in dem Sinne als Loot von diesen Monstern, nämlich die Steine, die man benötigt, um seine Waffe aufzuwerten. Man braucht Hämatite. Also man bekommt diese unter anderem daher, damit man sich seine High-End-Gear craften kann. Und selbstverständlich auch besondere komische Kristalle, was auch wieder etwas mit dem Soul Grid Panel zu tun hat, was ich euch ja in einem Video schon mal erklärt habe.
So, ansonsten gibt es natürlich den Daily Token. Der Daily Token solche Aufgaben wie unter anderem nicht der Hot Spring, sondern genau Rage Scale Trails, in dem Sinne die persönliche Herausforderung wie der Daily Token, sind noch ganz interessante Dailies, die man absolvieren kann, weil hier ist es wichtig, dass ihr Demon Slayer Punkte bekommt. Demon Slayer Punkte sind eine eigenständige Währung und die sind wirklich, wirklich wichtig, anders als die Merit Punkte, die ihr erwerben müsst, um in Demon Slayer Rang zu steigern. So bekommt ihr hier wirklich nur Demon Slayer Punkte. Demon Slayer Punkte werden nicht nur durch diese Dailies verdient, sondern auch wenn ihr höherrangige Instanzen im Endgame dann lauft, und da könnt ihr wirklich gute Punkte, nämlich recht frühzeitig halt nur mal am Anfang des Spiels verdienen, euch dazu verdienen, auf euer Konto gut geschrieben. Wenn wir nämlich mal unser Charakter-Windows, in dem Sinne unser Charakterfenster öffnen und unter Order gehen, da oben stehen nämlich die Demon Slayer Punkte drin. Bis dato besitze ich gerade 3299, liegt daran, weil ich fleißig am Craften gewesen bin. Und diese Demon Slayer Punkte ist eigentlich so im Grunde genommen unter anderem einer der wichtigsten Währungen, weil damit kauft ihr euch Material für eure High-End-Gear-Rüstung, High-End-Waffen und pipapo. Man kann sich eigentlich mit Demon Slayer Punkten so ziemlich alles Besondere kaufen, was ihr benötigt fürs Endgame, dann hier in Revelation Online. Wiederum der Demon Slayer Rang hat etwas ganz anderes auf sich. Ihr seht ja hier unten den Balken. Man kann halt bis zu 500, 850 und 1000 Punkten halt nun mal erreichen. Diese Anzeigen stehen natürlich dafür da, dass wenn man auf 500 Punkte, in dem sie auf die Hälfte gekommen ist von 1000 Punkten oder bei 85% oder zu 100%, bekommt ihr halt in dem Sinne eine wöchentliche Belohnung, die ihr euch hier abholen könnt. Und wiederum hier seht ihr dann natürlich, wenn das Fenster auf ist, bei euch welche Dailies oder welche Weeklies, es sind hier tägliche und wöchentliche Aufgaben, die ihr zu erledigen habt, wodurch ihr euch diese Meritpunkte verdienen könnt, um im Demon Slayer Rang zu steigen. Der Demon Slayer Rang beginnt natürlich doch relativ früh, alleine durch den eigentlichen Charakterweg, den ihr ja im Laufe eures Spiels, eurer Geschichte euch erspielt. Durch die verschiedenen Aufgaben und Questen, die ihr gestellt bekommt, werdet ihr relativ schnell natürlich Demon Slayer 1 und Rang 2 doch relativ frühzeitig im Laufe eures Levels natürlich meistern. Doch später solltet ihr doch definitiv es nicht aus den Augen verlieren, dass ihr wirklich guckt, was ist die Daily, was ist die Weekly und vieles andere noch obendrein, gerade wenn es halt wirklich darum geht, dass das Spiel released wird und ihr möchtet einen guten Start hinlegen. Weil es bringt halt meiner Meinung nach auch nichts, wie ich es auch an vielen Gildenkollegen halt nun mal feststelle, wenn ihr wirklich hier auf 100% geht und einfach den Charakter von 0 auf 100 halt im Grunde genommen von 0 auf 49 hochlevelt, aber ihr macht weder eure Dailies oder im Grunde genommen eure Weeklies, eure normalen Dailies oder halt eure Demon Slayer Dailies, so wie ich es hier schon abgeschlossen habe. Ich verdiene zurzeit keine Meritpunkte mehr, weil ich mich heute darum gekümmert habe. Und ihr seid dann Stufe 49 und ihr müsst eigentlich erstmal die nächsten Tage das alles aufholen, was ihr eigentlich während des Levels nämlich schon dann im Grunde genommen schon fertig haben könntet. Zu den Dailies, die werden natürlich täglich resettet, da verdient ihr euch immer definitiv, also zu 100% immer 100 Meritpunkte dazu. Und zu den Weeklies, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Aufgaben, wie zum Beispiel hier ist noch eine Weekly, da muss ich in den Schrein. Ich weiß nicht, hier steht auch Rang 3, ich weiß nicht, ob es sogar 3 Sterne Schrein halt ist. Und hier sind die Punkte dann daraufhin belegt. Ich meine, von 250 bis 300 Meritpunkte sind nämlich dann auch möglich, die man hier dann pro Weekly dazu bekommt. Natürlich die Daily jeden Tag. Wenn ihr es dann geschafft habt und seid halt auf Maximum, so dass ihr sagt, ihr seid auf 1000 Punkte und ihr wisst nicht, wie es weitergeht, dann steht das hier auch hier unten drinne. Auch wenn es nur ins Englische übersetzt ist, wenn ihr nämlich weiter im Demon Slayer Rang aufsteigen möchtet, dann sollt ihr halt mit einer besonderen Person reden, die wird hier unten immer angezeigt, einmal Linksklick drauf gedrückt und schon läuft er automatisch dahin, der Charakter. Natürlich muss der ein oder andere von euch wahrscheinlich die ein oder andere wiederum Aufgabe natürlich erfüllen.
Auch wenn wir jetzt gerade hier geheilt werden. Aber das solltet ihr ohne Probleme hinkriegen und ist eigentlich im Grunde genommen selbstverständlich. Natürlich, je höher ihr in der Levelstufe steigt, desto mehr Meritpunkte könnt ihr dann auch aufs Maximum bekommen, was ihr wöchentlich sammeln könnt. Und natürlich, ich meine auch, ihr bekommt eine bessere Belohnung. Ihr seht gerade, wir haben gerade jetzt 0.02 Uhr, in dem Sinne zu später Zeit. So seht ihr hier gerade, wurde die Daily resettet, dass ich jetzt im Grunde genommen nach Darkfall gehen kann. Der große Affe ist ein Darkfall drin. Und dort bekommen wir dann diese 100 Meritpunkte gutgeschrieben auf unser Demon Slayer Rangkonto, wenn wir uns darum kümmern sollten. Deswegen habt es bitte im Auge, wenn ihr einen neuen Charakter anfangt oder eure Main-Charakter habt, nehmt euch Zeit, guckt immer jeden Tag in aller Ruhe, dass ihr eure Punkte hier fleißig verdient. Es wird euch nur um ein Vielfaches halt leichter machen, wenn ihr dann später zu einer bestimmten Zeit euer Level 49 Cap erreicht, weil ihr habt dann auf der einen Seite schon ordentlich Demon Slayer Punkte angesammelt, wiederum habt ihr euren Rang natürlich schon ein bisschen gepusht und seid mit 49 doch relativ fix und schnell, je nachdem wie weit ihr es treibt, in der Lage euer Gold-Equip dann herzustellen. So, dann wiederum halt zu den Dailies. Hier gibt es natürlich viele Dailies auch dabei, die muss man nicht unbedingt machen. Ich meine, man hat natürlich hier einmal die Gildenquest dabei. Die Gildenquest gehört eigentlich in jedem Spiel, so ziemlich zu jedem Spiel dazu. Wo ich nur sagen kann, wenn ihr euch einer Gilde angeschlossen habt, dann absolviert diese Gildenquest auch, weil man bekommt zu guter Letzt Materialien, die man der Gilde spenden kann. Und mit diesen gespendeten Materialien kann man natürlich die Gilde ausbauen. Der Hot Spring ist nichts anderes wie in dem Sinne so eine Art Sauna oder in dem Sinne eine Art heiße Quelle. Da geht es halt darum, dass ihr täglich 100 Punkte für Essen und Alkohol dazu bekommt. Dafür kann man sich besondere Sachen kaufen, um diese 100 Punkte abzubauen. Und ihr steht halt eine Stunde lang in dieser heißen Quelle halt rum, je nachdem, was ihr euch gerade kauft, oder eine halbe Stunde. Und ihr verdient halt nun mal gerade halt Social-Punkte, wie ich es euch halt in dem Berufsguide schon erklärt habe. Und wiederum verdient ihr auch einfach nur so passiv nebenbei, weil ihr euch gerade ausruht, Erfahrungspunkte. Wie gesagt, nicht unbedingt alles muss man machen. Wenn ihr eure Dailies macht, dann achtet bitte darauf, dass ihr die Demon Slayer Punkte auf jeden Fall abarbeitet, weil die werden später echt wichtig und ihr braucht davon wirklich eine Menge, um halt nun mal euer High-End Gear dann zu farmen. Und The Trail of the Four Kings ist halt zu guter Letzt wichtig, wenn ihr eure F1 bis F6 Skillpläne noch nicht habt, nämlich die 2-Sterne Skillklamotten, die ihr halt euch nun mal so gönnen könnt. Dann geht es natürlich darum, einige Leute haben mich wiederum gefragt, ich hatte schon mal angedeutet, wo kriegt man denn die 3-Sterne-Skills her? Und da werde ich jetzt mit euch hinreisen, denn wir öffnen jetzt einfach nochmal die Karte und wir wissen ja, dass wir hier oben diese riesige tolle Festung haben. Und ein bisschen abseits des Weges haben wir natürlich auch wieder eine ruhige Ortschaft, da werde ich jetzt mit euch eben kurz hin teleportieren. Da gibt es nämlich auch ein kleines Dörfchen, da wird man vorbeigeschickt im Laufe seiner Questreihe und auch wenn wir jetzt gerade Geschenke bekommen, warum kriegen wir gerade kein Geschenk? Achso, wir können uns wieder was abholen. Okay, danke schön. So ist es nämlich hier, dass in dieser kleinen Ortschaft, da müssen wir jetzt nur mal eben kurz Flix hochfliegen, dass es nämlich hier den Händler dann dafür gibt, dass man sich hier mit besonderen Schriftrollen, und zwar braucht man 20 an der Anzahl, der ein oder andere, der dieses Closed Beta Spiel hier, in dem Sinne, dieses Spiel spielt in der Closed Beta, der wird schon ein paar im Inventar haben. Ich habe auch selbst noch nicht genau herausgefunden, wie man die eigentlich umwandelt oder wie man sie bekommt. Aber hier der große Bruder, das ist er nämlich in dieser wunderschönen Ortschaft hier, was ich finde, ist sehr gut gelungen. Es ist ganz still und ganz nett halt, so der verkauft euch nämlich dann, wenn ihr den Ruf dafür habt, und das ist ganz wichtig, nicht nur normale Bücher, wo ihr wiederum halt nur mal diese 20 Fetzen Papier braucht, sondern wenn ihr etwas weiter geht, verkauft er euch nämlich im nächsten Reiter auch die goldenen Bücher. Die goldenen Bücher sind wiederum halt auch sehr wichtig, sehr cool, ist eine ganz tolle Sache. Problem ist halt wiederum, ihr braucht diese Special Skills, in dem Sinne diese Buchseelen, insgesamt 20 Stück, und wiederum braucht ihr eine Silberkarte, und zwar bei dem Immortal Annex. In dem Sinne braucht ihr eine Immortal Annex Member ID Silberkarte,
ist nichts anderes wie eine Fraktion, die ich euch auch zeigen könnte. Mal eben kurz unter Fraktionen. Die müssten, meine ich, unter Imperial City sein. Da sind sie, Immortal Annex. Wir sind nämlich da zurzeit neutral, ihr wahrscheinlich auch. Und ihr müsst auf jeden Fall mit dem befreundet sein, um diese Silberkarte zu bekommen. Und diese Silberkarte ermöglicht es euch halt nur mal, dann hier unter anderem die Level 3 Special Skills freizuschalten, wenn ihr, wie gesagt, pro Skillbuch dann diese 20 besonderen Seelenfragmente habt, dann die ihr halt abgeben müsst. So, und natürlich werde ich das jetzt nicht machen. Wir befinden uns in der Closed Beta. So verrückt bin ich wiederum auch nicht. Da investiere ich lieber die Zeit, um mir alle anderen Klassen nochmal anzugucken. Vielleicht ist ja noch etwas dabei, was mir gefällt. Aber wenn ihr es möchtet, dann müsst ihr hier halt nur, wie gesagt, euch mal eben kurz angucken. Immortal Annex. Da braucht ihr halt den Rang auf freundlich mit der Silberkarte. Ihr könnt auch nach oben hier dann anklicken, dass ihr Fraktionsaufgaben halt nur mal habt. Hier unten werden sie angezeigt. Ihr könnt auch natürlich selbstverständlich mal eben kurz anklicken und der wird euch sofort dahin bringen, wenn ihr den Ruf farmen möchtet. Ich für meinen Teil werde es auf jeden Fall nicht machen, weil ich denke mir, es braucht einfach so seine Zeit. Es geht hier um Dailies. Ich bin jetzt bei 3166 Punkten. Ich habe es natürlich mal ausprobiert, aber ich meine, um auf 16.000 Punkte zu kommen, es ist halt nun mal ein Rufsystem, benötigt einiges an Zeit und deswegen werde ich da auf jeden Fall darauf erstmal hier verzichten in der Closed Beta. Später zur Open Beta oder zur Release sieht das natürlich ganz anders aus. Dann wollen wir doch nochmal uns darüber unterhalten, warum der Demon Slayer Rang eigentlich so wichtig ist, warum ich euch eigentlich im Grunde genommen sage, habt da bitte ein Auge drauf. Das Ding ist einfach, dass es wirklich mit Level 49 halt darum geht, wenn ihr Demon Slayer Rang 3 habt, und da werden wir uns auch jetzt nochmal eben kurz hin teleportieren, hier oben nämlich in diese wunderschöne große Festung. Ich kenne den Namen immer noch nicht von dieser Stadt, deswegen ist es immer noch die Festung, und werden uns hier oben auf die rechte Seite in die Ecke hin teleportieren. Da geht es nämlich darum, was mir halt nun mal sehr wichtig ist, ist einfach, dass ihr viele Materialien oder halt nun mal euer High-End-Equip halt nun mal euch erst dann zusammencraften könnt, wenn ihr Demon Slayer Rang 3 seid. Um es euch zu zeigen, die gute Sankuya, mit der habe ich schon fleißig gecraftet. Sie besitzt bis dato die Waffe, die Schuhe, die Hände, unter anderem auch ein Schmuckstück, also in dem Sinne ein Accessoire, die Halskette und natürlich auch die Brustrüstung. Und auf der linken Seite, wenn ich es euch mal vorstellen darf, sind die ganzen Händler, die euch natürlich die ganzen Materialien verkaufen möchten. Auf der rechten Seite sind meistens Leute, die euch halt nun mal in dem Sinne die NPCs, die euch das Equip halt nun mal zusammenstellen. Und ich erwähne es hier auch gerne noch einmal, falls ihr nicht alle Videos geguckt habt, der allgemeine Berufszweig, den ihr halt nun mal habt und den ihr in aller Ruhe hier durchlernen könnt, hat nichts damit zu tun, dass ihr euer High-End-Gear in dem Sinne bei NPCs craften lasst. Um euch das Ganze zu zeigen, werden wir mal hier bei den jungen Burschen eben Hallo sagen. Er bringt uns nämlich dann im Grunde genommen, er bietet uns es an, hier unsere High-End-Waffen craften zu lassen. Und natürlich geht es auch darum, dass wir dann im Laufe unserer Geschichte, auch in der Closed Beta mit Level 37, in einem fernen Dörfchen, wo ich euch jetzt nicht spoilern möchte, um es euch zu zeigen, werden wir nämlich darum gebeten, dass wir ein paar Mineralien dann halt nun mal sammeln müssen oder organisieren müssen, die nicht teuer sind, um unsere erste goldene Waffe halt zu craften. Und das war damals halt meine Level 37er Waffe. Und wie ihr seht, die Materialien sind alles andere als teuer mit dem Obsidian und Co. Und haben dann bis Level 49 wirklich diese goldene Waffe getragen, weil sie so unglaublich stark gewesen ist. Wo ich dann aber mir dann später gedacht habe, okay, ich möchte mir jetzt die Level 49er Waffe bauen, dann gibt es hier wiederum die Besonderheit, es gibt zwei Wege. Es gibt einmal den normalen Weg, so dass wir einen Silberstone, in dem Sinne Silverstone, benutzen müssen, also einen versilberten Stein. Natürlich mit mehr Material, als wenn wir unsere alte Waffe opfern können, so dass wir hier einfach uns eine neue Waffe craften. Ich habe es so gemacht, dass ich meine alte Waffe geopfert habe, die schon plus 2 gewesen ist, und dass ich weniger Material bezahlen musste, also in dem Sinne hier dieses besondere Holz, dieser besondere Kristall, die besonderen Kugeln und natürlich das Hämatite mit meiner alten Waffe, mit der 37er, und durfte mir damit meine 49er Waffe bauen. Und das ganze besondere System hier eigentlich in Revelation, warum sich das Ganze aufbaut, ist, auch wenn es später zu einem Content-Patch kommt, wir wissen ja immer noch nicht, wo starten wir, wird es erstmal unser
Endlevel sein mit Level 49? Geht es weiter? Werden sie dann sofort dann zu Release oder zu Open Betas Level Cap erhöhen? Kriegen wir monatlich die Patches hintereinander reingeschmissen, dass wir auf Level 59 leveln können? So ist es halt nun mal so, wenn ihr euch die Mühe machen möchtet, craftet es so und so für einen Level 49er Content. Und wenn ihr nämlich dann auch die Waffe besitzt, hier die Level 49er Waffe, dann könnt ihr nämlich dann auch, wenn es dann zu einem Content-Patch kommt, die alte Waffe benutzen mit einem in dem Sinne Anteil an Materialien, um euch die neue Level 59er Waffe zu craften. Natürlich braucht ihr die Level 49er Waffe nicht. Wir haben auch hier wiederum ein Rezept mit einem Silberstein, dass wir einfach von Grund auf her halt nun mal ohne Probleme uns sofort eine Waffe craften können. Aber wie ihr seht, sollten wir die 49er Waffe haben, dann sparen wir doch relativ gute und wichtige Materialien, gerade an Kugeln, Hermantite und alles andere. Das neue Hermantit, in dem Sinne das versilberte Hermantit. Und so läuft das die ganze Zeit. Das geht natürlich immer weiter bis 69, sogar bis 79. Und so haben wir immer die Möglichkeit, uns sofort immer die Waffe craften zu lassen. Oder falls wir halt nun mal aus dem alten Content halt nun mal schon unser High-End-Gear hatten. Und das, finde ich, macht Revelation Online zu wirklich einem sehr, sehr schönen Spiel. Weil wer kennt es nicht, gerade in den MMOs, wo man halt nun mal, ich sag jetzt mal, im Grunde genommen das End-Gear erreicht hat, bekommen hat oder getragen hat und wiederum der Content ausgespielt worden ist. Und dann kommt es zu einem Content-Patch und auf einmal ist das ganze alte Equip, was man getragen hat, einfach absolut wertlos. So dass die ganze Zeit, die man daran investiert hat, irgendwie einem vorkommt, als wäre sie umsonst. Und so haben sie es hier sehr nett geregelt, dass du dein altes Equip, das gilt genauso wie für die Rüstung, weil ich euch mal eben kurz zeigen kann. Das gibt es nämlich direkt hier drüben. Da können wir nämlich Rüstung und Accessoires herstellen. So ist es nämlich immer so ein mieses Gefühl gewesen, dass man sich dafür damals so viel Zeit genommen hat, um an das tolle Equip zu kommen. Und wiederum kommt dann Content-Patch und dann ist das alte Equip nichts mehr wert. So haben sie es hier gemacht, dass man wirklich dann wirklich die Rezepte hat, so dass man, wenn man am alten Content mitgespielt hat, auch hier Rezepte dann dargelegt bekommt, dass man dann auf das neue Gear halt kommen kann, wo man halt ein paar Ressourcen spart. Ist wirklich eine nette Idee, absolut klasse. Kommen wir eigentlich mal zu den Materialien. Wir können ja auch direkt mal hier drinnen bleiben. Hier kann ich euch auch zeigen, hier kann man sich die Amulette herstellen, natürlich die Ringe, wiederum die Ohrringe. Man kann sich alles craften lassen bei den NPCs, gerade auch was die Rüstung angeht. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel angucken, für die Hosen, die ich jetzt zurzeit nicht trage, gibt es natürlich kein Rezept jetzt zu Anfang, wo ich sagen könnte, okay, du nimmst jetzt irgendwie alte goldene Hosen. Das gibt es jetzt nicht, aber es gibt natürlich für 55 das nächste Rezept, wenn ich die alten 45er Hosen halt in dem Sinne mir gecraftet habe. Jetzt geht es natürlich darum, wo kriegt man das ganze Zeug her? Das Hermantite bekommt man eigentlich wie Sand am Meer an jeglichen Orten und Stellen. Das Holz wiederum, davon bekommt man natürlich auch an das gute Herzholz hier, bekommt man auch an bestimmte Stellen eigentlich relativ gut dran. Wiederum die ganzen besonderen 0815 Materialien, wie ich sie nennen würde, verdient man eigentlich mit einer ganz einfachen Währung und einem anderen System, nämlich den Mentorensystem, wo sie sich wirklich was einfallen gelassen haben, ist sehr, sehr cool. Wiederum spezielle, besondere Materialien, die man hier organisieren muss, wie diesen komischen, schönen, ich sag jetzt mal türkisen Stein oder die roten Kugeln oder gerade diesen Stein hier, dieser Kristall, was er auch immer ist, er ist wohl etwas wirklich, wirklich Besonderes und Rares. Also man findet so etwas nicht unbedingt an jeder Ecke. Möchte ich euch selbstverständlich zeigen, wo man die Sachen auch zu guter Letzt herbekommt. Denn auch wo wir uns hier gerade befinden, an Ort und Stelle, wo die ganzen Händler sind, so gibt es hier hinten den guten Zagar. Und der gute Zagar, der hat einen Merit-Shop. Und natürlich, weil wir uns auch eben darüber unterhalten haben, dass Merit eine Währung ist, die für den Demon Slayer-Rang halt wichtig ist, also ist das hier ein anderer Merit-Shop. Um euch das Ganze natürlich zu zeigen, ihr geht auf Charakter, ihr geht auf Fraktionen und lass mal gucken auf das Honor-System. Das Honor-System ist im Grunde genommen ein Ehrensystem. Ihr könnt hier besondere Punkte euch dazu verdienen und so gibt es hier nämlich das Imperial Merit. Das ist die eigentliche Währung, wo wir hier nämlich dann mit dieser Währung einkaufen gehen können.
Und das Mentorensystem ist auch hier wiederum halt ganz klar inbegriffen in diesem Spiel, was sie sich sehr nett ausgedacht haben. Denn wenn es nämlich darum geht, dass ich kleineren Spielern helfe, man sollte ein Mentor sein, man muss anderen kleineren Spielern helfen, der Levelunterschied muss sogar über 10 Level drüber, soweit ich weiß, halt nun mal sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir in die erste Instanz gehen, nach Darkfall, ne? Jeder, der die Closed Beta spielt, der ist mit Level 20 das erste Mal in Darkfall drin. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hör mal, pass auf, mein kleiner Neuling, ich bin schon Level 49, ich nehme dich jetzt mal an die Hand und wir laufen zusammen in Darkfall rein. Dadurch regeneriert man nämlich hier in diesen Honor-Punkten diese besonderen imperialen Meritpunkte. Und zwar für einen Darkfall-Run, ich habe es selbst getestet, innerhalb der Gilde bekommt man nämlich für einen kompletten abgeschlossenen Darkfall-Run mit einem kleineren, leveligen Freund, befreundeten Charakter oder jemand Ausstehendes, der nicht der Gilde angehört. Halt nun mal, es spielt keine Rolle, 10 Level Unterschied, müsst ihr über dem Kleinen sein, dass, damit das Mentorensystem greift, bekommt ihr 2000 Punkte. Und diese 2000 Punkte ist nicht unbedingt wenig, es ist aber auch nicht gerade sonderlich viel, denn man braucht doch relativ viele Ressourcen, wie wir eben schon gesehen haben, gerade was das Craften angeht. Und so gehen wir hier nochmal in den Shop. Durch diese Meritpunkte kommen wir nämlich unter anderem an das Holz. Wir zahlen für ein Holz, wo wir jetzt eben gesehen haben, wir brauchen so um die 15 bis 20 Stück, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, müssen wir für ein Holz halt, ich sag jetzt mal 30 dieser imperialen Meritpunkte halt nun mal bezahlen. Das Hermat Titel bekommt man natürlich auch ohne Probleme hier, dafür zahlen wir pro Edelstein oder pro Erz, was es auch immer da sein soll, 100 Punkte und wiederum hier bekommt man auch ohne Probleme für zwei satte 2000 Punkte diesen Silverstone her. Und das alles natürlich ist überhaupt gar kein Problem, wenn man halt anderen kleineren Spielern hilft. Und worauf ich natürlich noch kommen möchte, ist natürlich, warum ich das System so gut finde, ist halt nun mal, dass die High-End-Levering-Charaktere halt nun mal sich ohne Probleme sich die Mühe machen können, andere kleine Leute zu unterstützen. So dass für immer Nachwuchs gesorgt wird in einem MMO, wo es halt nicht dann irgendwann der Fall sein sollte, wenn man das Spiel neu anfängt und neu beginnt, dass die High-End-Level-Charaktere die kleineren Leuten helfen sollten, sei es gildenintern oder weil ihr befreundet seid oder so, dass sie mit absolut gar nichts rausgehen, sondern die werden dafür belohnt, dass sie sich weiterhin eine Möglichkeit bekommen, an ihr High-End-Gear dranzukommen, wenn sie es nicht dann schon in dem Sinne komplett... sich gebaut haben. Aber es ist halt ein sehr interessantes System, so dass ein MMO ohne Probleme auf Nachwuchs hoffen kann, so dass die Leute dann wirklich dann halt noch nach Darkfall hinlaufen, ohne dass die kleinen Levering-Leute oder die Leute, die erst später dieses Spiel begonnen haben, halt nur mal sich Sorgen machen müssen, dass sie keine Gruppe mehr finden für die kleineren Instanzen. Und das, finde ich, haben sie sich sehr, sehr klug hier, also haben sie sich was einfallen lassen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Jetzt geht es natürlich darum, warum Demon Slayer Rang 3 natürlich so wertvoll ist. Denn wenn wir hier mal rübergehen, wer müsste es denn sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der gute Zur hier müsste es sein, wenn wir hier einen Reiter weitergehen. Der verkauft euch nämlich diese besonderen anderen Materialien. Zum Beispiel diesen türkisen Stein, die roten Kugeln. Und einmal die Woche diesen besonderen Edelstein oder Kristall hier, was es auch immer sein soll. Und um den zu kaufen... Jetzt geht es nämlich darum, um den zu kaufen, braucht ihr erstmal Level 49, ihr müsst Demon Slayer Rang 3 sein, deswegen habt ein Auge darauf, ihr braucht Demon Slayer Points, um diesen Stein zu erwerben, genauso wie mit den roten Kugeln und wiederum hier auch mit dem Gold, manche Gegenstände oder Accessoires benötigen hier dieses besondere Gold, wiederum hier diese schönen türkisen Edelsteine, dafür braucht man auch Rang 3, in dem Sinne Tier 3 in den Demon Slayer. Und natürlich die Demon Slayer Punkte. Natürlich könnt ihr dann hier ordentlich einkaufen gehen, wenn ihr euch natürlich dann euer High-End-Equip dann halt nun mal zu guter Letzt craften möchtet. Aber ihr braucht auch noch eine weitere Komponente und Soul of Mist ist hier unter anderem halt nun mal das Stichwort. Es handelt sich hier um ein besonderes rares Material, was halt nun mal im Desert Shrine halt nun mal ab dem Expertenmodus gedroppt werden kann. Es handelt sich hier um eine Instanz und die möchte ich euch selbstverständlich gerne zeigen. Wenn ihr nämlich auf die O-Taste drückt, dann habt ihr einmal zwei Reiter, Event und Instanzen und hier in der Mitte mit diesem wunderschönen Affen, der nämlich als Endgegner dargestellt wird. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, dann halt zweimal in den 35er Modus hineinzugehen. Da droppt aber noch kein Mist of Soul, sondern erst ab dem Level 45er Grad, so habe ich es zumindest gehört, soll Mist of Soul halt droppen.
Und zumal ganz wichtig, was ihr jetzt auch vielleicht noch nicht wusstet, ihr habt die Möglichkeit zurzeit, ist der Desert Shrine halt die einzige Instanz, wo ihr in den Gott-Modus reingehen könnt. In dem Sinne ein erschwerter Modus, wo die Bosse selbstverständlich mehr austeilen, neue Mechaniken mit sich bringen und auch definitiv, oh meine Güte, lange, lange leben. Und in diesem Gott-Modus gibt es halt die Möglichkeit, dass ihr euch entscheidet, was für einen Schwierigkeitsgrad ihr im Gott-Modus gehen möchtet. Das heißt, 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne. Je höher die Sterne, desto schwieriger der Gott-Modus. In den Videos, die dann die Tage folgen werden, bin ich mit meinen Leuten da und wir legen die ersten beiden Bosse im 3-Sterne-Modus. Den Endboss haben wir nicht im 3-Sterne-Modus geschafft, haben runtergestellt in der ersten Instanz auf 2 Sterne, weil unser Tank definitiv noch nicht in der Lage ist, diese mächtigen Schwünge von dem Boss halt nur mal abzufangen. Der liegt mal ebenso im Dreck da. Also es ist natürlich auch equipabhängig. Aber um in den Gott-Modus zu gelangen, muss natürlich eins gesagt sein, ihr dürft dort dreimal hinein, aber nicht dreimal täglich. Das ist nämlich auch etwas, was viele nicht wissen. Es ist natürlich schlecht übersetzt. Wir wissen noch nicht, worum es hier geht. Es geht darum, dass ihr dreimal wöchentlich, jede Woche dürft ihr dreimal in den Gott-Modus rein. Egal, ob es 1, 2 oder 3 Sterne ist, einmal Gott-Modus ist Gott-Modus und ihr dürft dreimal wöchentlich halt nur diesen Gott-Modus betreten. Und da unter anderem gibt es dann zum Beispiel Soul of Mist und viele andere tolle Gegenstände, die euch halt nun mal eine Möglichkeit geben, an euer High-End-Material dran zu kommen. Gerade Soul of Mist ist eine ganz wichtige Komponente, die ihr dann halt nun mal zu guter Letzt ergattern könnt. Wiederum muss ich auch dazu sagen, es gibt Soul of Mist, der nicht gebunden ist. Ihr könntet ihn quasi gesehen von anderen Spielern kaufen. Ich bin aber, leider muss ich es dazu sagen, wir haben sehr viele böse Leute hier in der Closed Beta unterwegs auf dem Servern, die halt nun mal einen eigenständigen Shop eröffnet haben, die, wo es aussieht, dass sie Soul of Mist verkaufen. Aber wiederum ist es genau umgekehrt. Die haben diesen Shop geöffnet, um Soul of Mist halt nun mal einzukaufen. Und das heißt, spätestens dann, wenn ihr denkt, okay, der verkauft mir Soul of Mist, habt aber selbst ungebundenen Soul of Mist im Inventar, dann tut ihr ihm euer Soul of Mist verkaufen und das ist halt nun mal genau das Problem, warum das Spiel halt nun mal gerade so ein bisschen blöde dasteht, aber ich meine gut, ne? Es ist halt nun mal zu guter Letzt die Übersetzung, viele Leute wissen es nicht, ich möchte es auch in dem Sinne auch, euch einen Hinweis darauf geben, dass ihr auf jeden Fall nicht unbedingt jedem vertrauen solltet. Mir persönlich ist es nicht passiert, aber anderen Gildenkollegen. Und wie gesagt, wenn ihr ungebundenen Soul of Mist habt und möchtet ihn nicht abgeben, dann macht es einfach so, wenn ihr gebundenen Soul of Mist habt und ungebundenen, dann könnt ihr den einfach draufziehen, miteinander verbinden und dann kann euch auch im Grunde genommen nichts mehr Schlimmes passieren. So viel dazu. Jetzt will ich eben mal kurz hier das Inventar noch ein bisschen sortieren. Ich habe euch gezeigt, dass wo man halt nun mal die besonderen Materialien herbekommt. Gerade der Gottmodus im Desert Shrine ist sehr attraktiv. Ihr solltet versuchen, wenn ihr Level 45 bis 49 unterwegs seid und noch nicht so gutes Gear habt, geht ruhig in den 1-Sterne-Modus. Wenn ihr die Möglichkeit habt und wirklich eine tolle Gruppe halt nun mal zusammengefunden habt, geht gerne in den 2-Sterne-Modus. Also das muss ich sagen, geht noch einigermaßen. Aber wiederum, ihr braucht wirklich gutes Equip für 3-Sterne-Modus. Ich selbst habe es an mir selbst noch gesehen. Ich meine, ihr seht mein Equip. Ist jetzt natürlich definitiv alles andere als gut mit 58.000 Equip-Punkten. Und musste doch relativ den einen oder anderen One-Hit kassieren, ne, von den Bossen. Also man braucht hier wirklich schon gutes Gear, um 3-Sterne-Modus im Gott-Modus hier im Schrein zu überleben. Deswegen tut es euch nicht an, weil wenn ihr einmal drin seid, dann seid ihr drin. Wenn ihr es nicht absolvieren solltet, dann im 3-Sterne-Modus und wollt es auch nicht runterstellen, dann in der eigentlichen Instanz, dann kommt es halt nun mal dazu, auch was viele Leute nicht wussten, dass es auch wirklich zählt, dass ihr reingegangen seid. Also dann steht da auch Entries 1 von 3, obwohl ihr in dem Sinne diesen Modus gar nicht absolviert habt und das wäre schade für eure ID, gerade weil man halt nur dreimal die Woche reingehen kann. Ja, und so ist es zu guter Letzt, dass man natürlich halt gerade hier in diese wunderschöne Instanz halt nun mal rein muss und diese auch besuchen sollte, gerade auch unter anderem wegen diesem Kristall hier. Dieser Kristall ist auch etwas ganz Besonderes. Er hat nämlich prozentual eine Chance, euch besondere
Items zu geben, die ihr benötigt für das High-End-Material. Wiederum ist es meistens so, dass dieser Kristall oder dieses Ei, wenn man es sagen möchte, euch eine Schatzkarte gibt. Und diese Schatzkarte ist eigentlich relativ einfach, wenn ihr die Schatzkarte im Inventar habt. Und ihr drückt einfach mal Rechtsklick drauf, auch wenn es hier gerade keine Schatzkarte ist. Dann führt euch die Schatzkarte an ganz bestimmte Orte, wo ihr dann wiederum euer Raid-Material, in dem Sinne für euer High-End-Gear, das Material abholen könnt, was meistens Soul of Mist ist. Wiederum aber auch sehr oft, wie ihr seht, auch in meinem Inventar mal so eine Kugel ist oder so ein schöner türkiser Stein. Ja, und das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch soweit wieder mal einiges erklären. Deswegen habt ein Augenmerk darauf, wenn ihr gerade neue Charakter hochlevelt, dann später zu Release oder in dem Sinne zu der Open Beta, dann jetzt in der Closed Beta wird es und so noch alles resettet. Dann achtet auf eure Dailies. Achtet auf eure Weeklies, gerade im Demon Slayer Rang und dort auf die Daily, damit ihr dann, wenn ihr Level 49 erreicht habt, dann einen wirklich guten Start hinlegen könnt. Und natürlich, wenn ihr gerade Lust und Laune habt, gerade durch die Imperial Merit Punkte, wie wir hinten bei dem Händler, bei dem guten Zagar, da hinten steht er, nämlich uns angeguckt haben, wenn ihr Zeit und Lust habt, helft dem Kleinen, ihr werdet dafür belohnt. Und in dem Sinne, euer Sankura, bis dahin.